Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Und im letzten Part habe ich gesagt, im nächsten Part gibt es eine neue Cam. Und zwar das erste Mal seit 3 Jahren habe ich mir eine neue Cam besorgt. Extra für YouTube. Und ja, die Cam. Was sagt ihr dazu? Sehe ich besser aus? Ich denke nicht. Ich denke nicht, auf jeden Fall. Doch, ich sehe ein bisschen, ist ein bisschen HD-iger, ne? Ja, ich denke mal, es geht okay so, oder? Lasst mir gerne diesbezüglich Feedback da. Würde mich sehr freuen. Wir sind hier im letzten Part stehen geblieben. Und haben, ja, hier aufgehört, ne? Wir waren hier oben schon mal unterwegs. Und sind dann nun hier. Ich habe offscreen ein bisschen gelevelt. Also das heißt nicht gelevelt, laber ich. Ich habe offscreen. Ich war nochmal in dem Untergrund. Ich habe gedacht, ich mache das mal offscreen. Weil ich denke mal, so einen ganzen Part lang, wo ich nur die Fossilien ausgrabe, ist ein bisschen langweilig. Ich habe keine Pokémon gefangen, weil das würde ich echt gerne nach der Geschichte machen. Was ich aber gefunden habe, sind ein paar, ja, TMs, die man da unten findet in Höhlen. Und sowas wie Nassbrocken verstärkt die Dauer von verlängert die Dauer von Regentanzen, ne? und sowas halt, Indigo-Stück und Draco-Tafel zum Beispiel, Silberstaub. Gibt's hier irgendwas, was unsere Pokémon zum Tragen hätten tragen können? Tragen Gift. Wir haben kein Gift-Pokémon. Kreditstein, Versteckstein, Donnerstein, Grünstück, Heißbrocken verlängert die Dauer von Sonnentag. Ein bisschen AP Plus habe ich auch eingefunden, auch eigentlich ganz gut, ne? Abelszahn, Herzschuppen, Eisentafel, Stahl, ne? Eigentlich sehr gut. Und die Wassertafel. Lassen wir mal so, ne? Die Sachen würde ich ja gerne erst am Ende verteilen, wenn unser finales Team vorhanden ist, ne? So, wir sind auf dem Weg nach Herzhofen, denke ich mal, ne? Ja, da ist Herzhofen und da begeben wir uns jetzt hin. Wir müssen aber allerdings vorher durch. Das bleibt natürlich nicht aus. Dann mal los, mein Pokémon. Ich werde mich auch ins Zeug legen. Auf geht's, mein Pokémon. Ich werde mich nicht weniger ins Zeug legen. Nicht weniger als er. Okay, dann zeig mal her, was ihr habt. Was könnt ihr? Was habt ihr drauf? Erzählt mal. Picknickerin Janka. Ich habe immer mit der Cam immer gewartet, ne? Ich wollte nicht unbedingt Geld ausgeben für eine neue Cam. Weil ich mir dachte, ich möchte, dass wenn mich Leute abonnieren und mich groß und mich größer, also mir mehr Reichweite verschaffen quasi. Nein. Wenn mein Kanal halt natürlich wächst, ne? Da dachte ich mir einfach, wenn mein Kanal wächst, einfach so, dass ich mit dem Geld, was ich damit mit meinem Kanal halt verdiene, dass es sich halt, oh Gott, ich habe echt nichts Gutes, ne? Ey, lass mir so. Dass ich halt mit dem Geld, was ich mit YouTube verdiene, auch wieder in YouTube reinstecken kann, ne? Macht mehr Sinn, ne? Warum sollte man zum Beispiel jetzt Millionen von Euro in YouTube reinstecken, was man nie und nimmer mehr wieder rauskriegt? Oder es sehr, sehr lange dauert. Ne? Das ist halt das Ding. Ich habe halt auch als noch klein, ich habe auch mit 0 Abonnenten angefangen und habe quasi von da aus einfach Let's Play gemacht mit dem, was ich habe, ne? Klar wurde es immer qualitativ ein bisschen besser, aber mach mal Flammenrad bitte gegen Pachirisu. Und du machst, ja, ein Biss. Aber ich denke mal immer, ich gebe lieber das Geld, was ich mit YouTube verdiene, stecke ich dann auch wieder in YouTube rein. Ich denke mal, das macht immer am meisten Sinn. Das habe ich auch gemacht, zum Beispiel mit Little Dragons Café. Das Spiel habe ich mir auch nur gekauft von den YouTube-Einnahmen, die ich über die Monate gespart habe. Ja. Oh nein, wir haben verloren. Oh nein, wir haben verloren. Hör auf, ihn nachts zu sammeln. Und das ist halt besser so, ne? Warum so viel Geld ausgeben, wenn man nicht mal weiß, ob man das wiederbekommt, ne? Das ist ja das Problem. Klar, je mehr Qualitäten, desto besser ist es, ne? Von Anfang an. Aber wer hat von Anfang an das Geld? Und warum sollte man sich von Anfang an alles besorgen, wenn man nicht mal weiß, ob man das wirklich lange macht? Denke ich mir, ne? So.
Ich habe gerade den Kraterberg durchquert. Trotzdem habe ich noch Luft für einen Kampf. Na, das, man weiß ja nicht. Wenn man mit Let's Plays anfängt, weiß man nicht, ob man das lange machen möchte. Oder ob man da lange Lust darauf hat. Das ist ja wiederum was anderes. Das ist ja komplett was anderes, ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel Let's Plays macht, ne? Zum Beispiel. Und ihr euch denkt, ich möchte schon das bieten, das Beste bieten, was geht. Ja, es ist immer schön, gut anzufangen. Ein Kanal kommt auch besser an, wenn er vom Start auch an besseres Equipment hat, ne? Wir wechseln das Pokémon zu Kurando, war Feuer, ne? Wegen Dings vom Typ Stahl. Ist natürlich immer ganz gut, wenn er von Anfang an gute Qualität geliefert wird. Aber wenn ihr nach einem Monat merkt, oh Scheiße, ey, das ist mir zu viel. Die ganzen Sachen wie Schnitt, Hochladen, Thumbnail machen, da blicke ich nicht so wirklich durch und irgendwie kommen da kaum Aufrufe rein, das macht wirklich nicht so viel Spaß. Irgendwie wie ich mir gedacht habe, und dann habt ihr halt Geld ausgegeben für sehr viel Geld für irgendwelche qualitativ hochwertigen Sachen, ne? Das schien dich nicht sonderlich anzustrengen. Nee, eigentlich nicht, du. Das ist immer doof. Deswegen habe ich damals mit dem Laptop angefangen. Dann 2018 mit dem PC. Das erste Mal wirklich mal investiert in einen guten PC. Dann. Was ist das? Ist das der Kraterberg? Ja, da habe ich 2018 in den PC investiert. Habe dann zwischenzeitlich auch mal ein Mikrofon gekauft. Das war, glaube ich, sogar noch zur Laptop-Zeit, wo ich das Mikrofon gekauft habe. Dann habe ich hier noch. Da musste ich das Mikrofon einmal neu kaufen, weil das alte kaputt ging. Und halt so was, ne? Können wir angeln? Moment. Wir können hier sogar angeln im Wasser. Und kommt da was raus? Nein. Schade. Aber. Huch. Aber jeder fängt mal an, ne? Weißt du, wie unsere Welt entstanden ist? Eine Theorie zufolge soll der Kraterberg der erste Ort sein, der sich in der Sinnoh-Region geformt hat. Damals war die Welt noch jung. Es gab keine Konflikte, kein Streit. Pokémon-Kämpfe und Konflikte sind etwas völlig Unterschiedliches. Wenn du ein richtiger Pokémon-Trainer sein willst, solltest du das niemals vergessen. Allerdings ist der menschliche Geist schwach und daher bezweifle ich, dass du den Unterschied verstehst. Entschuldige mich. Ja. Hi. Deswegen, wenn man halt nicht versteht, was Phase ist oder wirklich, wenn man nicht gewillt ist, sich reinzufuchsen, ne? Ihr müsst euch Videoschnitt reinfuchsen, ihr müsst euch Bildbearbeitungsprogramme reinfuchsen und halt so ein Käse halt, ne? Halt in allen möglichen Kram. Weil keiner wird erfolgreich, wenn er einfach nur. Oder keiner wird groß, größer, wenn er halt. Qualitativ, bei Let's Plays zumindest, würde ich mal behaupten, wenn er halt keine Qualität bietet. Da ist halt Qualität schon ein bisschen wichtiger als bei anderen Genres, ne? Wenn ihr halt Unterhaltungsvideos postet, zum Beispiel Pranks oder halt Reisevlogs oder so, ne? Da ist das nicht so wichtig, da ist das natürlich auch wichtig, aber da ist das halt nicht so wichtig wie bei einem Let's Play, ne? Es gibt so viele Let's Player, so viel Konkurrenz. Ich meine, warum sollten da zum Beispiel die Zuschauer, ihr müsst bei denken, es gibt auch viele, die fangen an und denken, boah, damit werde ich erfolgreich. Ja? Dabei ist Let's Plays das Einfachste, was man machen kann. Das weiß ich auch. Und ja, ne, das ist halt das Ding. Ach, das wäre hier nur eine Abkürzung gewesen, ja gut. Das ist halt das Ding. Let's Plays ist halt. Und da es so viel Konkurrenz gibt, werden die meisten definitiv bei den Größeren vorbeigucken, ne? Ihr müsst euch da schon wirklich ein bisschen, wenn ihr mit Let's Plays anfängt, mehr mit Let's Plays und YouTube auseinandersetzen, als ihr denkt. Ist echt so. Nicht einfach hochladen und denken, boah, damit werde ich erfolgreich. So läuft das leider nicht. Du bist doch nur ein Kind. Wie willst du einen erwachsenen Mann wie mich besiegen? Du Boomer, du. Winfried. Ja. Aber man muss auch sagen, das ist halt auch so eine Sache, ne? Ich schaue selber so gut wie keine großen
So gut wie keine großen Let's Player. Wirklich nicht. Bei dem einzigen großen, den ich wirklich mal reinschaue, ist Let's Play Markus. Das ist der einzige große YouTuber, den ich gucke. Aber halt auch nicht alles. Ich gucke da öfter mal rein. Jetzt, wo ich selber Let's Plays mache, komme ich halt nicht mehr so oft dazu, auch andere Let's Plays zu gucken. Gerade wenn die dieselben Spiele wie ich spielen, ne? Aber welche YouTuber ich zum Beispiel gucke, ist der gute Banzai Chuck, da kann ich schon mal Grüße rausgeben. Der macht seinen Job gut, der spielt Super Mario. Und Drexel gucke ich auch ab und zu mal rein. Bei Train gucke ich auch rein, bei meinen YouTube-Kollegen. Halt so, das sind halt kleinere, aber die bieten halt auch Qualität. Aber das Ding ist, ich lese immer wieder, oh, die größeren haben nicht so viel Qualität. Die haben sich auch schon auf YouTube durchgesetzt, ne? Dieser Karatekäfer hier wird dich jetzt pulverisieren. YouTube ist so ein bisschen merkwürdig. Jetzt fahre ich über YouTube anstatt über das Spiel, ne? Ein Macholo. Okay, Emal. Ich weiß nicht, ob du gut gegen ihn über bist. Er ist Kampf. Wir haben nichts gegen Kampf, aber greif einfach mit Aquaknarre an. Also wenn ihr liebäugelt mit YouTube machen, macht einfach. Oh, was? Und auch noch ein Crit. Wir haben Drugi, genau, wechseln wir ein. Dann haben wir eine gute Flugattacke. Macht mit, wenn ihr mit YouTube anfangen wollt oder Let's Plays machen wollt, macht das einfach. Einfach machen. Habe ich damals auch angefangen. Ich habe auch damals scheiße angefangen. Kann man sagen, ich bin heute noch scheiße, ja. Ich weiß, kann man sagen. Aber ich habe damals auch mit dem Laptop angefangen und damit aufgenommen, ne? Dann irgendwann habe ich mir die Elgato geholt. So eine Elgato HD. Zum Dazwischenklemmen. Damit PC die Elgato HD 60 Pro, die ich immer noch benutze, hier zum Beispiel für die Aufnahmen. Und jetzt die Facecam, die neue. Ja. Mir fehlt es immer noch an Kraft. So ist das. So ist das halt. X-Initiative. Ihr solltet einfach machen. Wenn ihr Spaß dran habt, macht ihr einfach weiter. Und einfach mal schauen, wie sich das entwickelt, ne? Einfach mal gucken, was da so kommt, was da so passiert. Wenn ich gewinne, teilst du dann dein Essen mit mir? Niemals. Du hast genug gegessen. So wie du aussiehst, brauchst du kein Essen. Moritz. Und ein Onyx dazu. Macht einfach, wenn ihr Bock habt, und dann geht's los. Ich sag immer, guter Start ist zwar gut, ne? Aber ich meine, von nichts kommt nichts, ne? Wenn ihr nichts macht, dann könnt ihr auch keine. Wieso habe ich das einer von? Achso, ja. Ich hab Dings ja. Gut, benutzen wir mal Evi. Aber wenn ihr nichts macht, kann auch nichts geguckt werden. So, seht das lieber so. Einfach machen. Wäre ja schade, ne? Wenn ihr zum Beispiel richtig Talent habt dafür und dann ihr euch entschließt, nee, lieber zu warten. Und dann wird es nie was. Ja. So kann es gehen. Ja, auch mir kann es mal passieren, dass ich die Motivation zu Let's Plays verliere, bislang. Nicht wirklich. Ich habe immer Lust aufzunehmen. Na gut, nicht immer. Da lüge ich. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich setze mich halt hin zum Aufnehmen, wenn ich Bock habe. Sagen wir es so. Und bis jetzt ist es noch nie so wirklich vorgekommen, dass ich wirklich gesagt habe, boah, nee, heute kommt kein Video, weil ich keinen Bock habe, mich am PC zu setzen. Und bringt ja auch Spaß, mit sich selber zu reden, ganz allein in seiner Kammer. Nein. Ich bin sprachlos, aber mein Magen knurrt weiter. Einfach machen, wenn ihr Bock habt. Ich habe selber Lust. So, da liegt ein Bällchen. Na, wollen wir mal zu Trimmer einsetzen und gucken. Kommen wir heute noch in Herzhofen an, das würde mich sehr freuen. Ein Pokéball. Das bringt uns hier nicht wirklich weit. Hi, wer bist du? Wie? Du möchtest kämpfen? Ich wollte bei der super Wettbewerbsshow mitmachen, wenn der Kampf nicht lange dauert. Ey, was soll das denn heißen? Wie, wenn der Kampf nicht lange dauert? Evelyn, erzähl mal. Was ist los? Batribi.
Ja, wir hätten ja mal Dings nach vorne tun sollen, ne? Warum hat er gerade so gewackelt? Hat er Lust? Hat er Lust zu kämpfen? Ja, ist alles nicht so gut, ne? Wir haben Kurando zum Feuer wechseln. Wechseln wir ein. Also wenn ihr Lust habt, macht einfach. Lockduft! Ausweichwert von Kurando sinkt. Nicht so gut, aber wir machen Flammenrad. Das sind immer diese Upgrades, die ich hier auch voll führe mit dem Sachen. Wieder mit der Cam jetzt. Einfach machen. Dann ist gut. Und wenn ihr. Roselia? Lass mir weiter. Und wenn ihr merkt, ihr habt mehr Spaß dran, dann könnt ihr euch ja immer noch Sachen dazu kaufen. Läuft er nicht weg, oder? Ist doch so. Läuft er nicht weg. Ach, come on. Damit ein Giftdorn? Als. Ja, stimmt, der greift ja auch so quasi physisch an, ne? Was hat Rina denn schon wieder gefunden? Nein, danke. Da muss ich mal kurz nachgucken. Rina, was ist das? Ein Nugget! Den steckt man in den Beutel, danke! Das können wir verkaufen für viel Geld. 5000, glaube ich. Poké-Dollar. Ach, ein Schritt, Alter. Ein Schritt bin ich gegangen und das ist ein Enton! Ein wildes Enton erscheint! Wollen wir es fangen? Wir fangen es, ne? So. Wolke 7. Jegliche Wetterbedingungen, Effekte wurden aufgehoben. Können wir irgendwas... Der Donnerschock, der tut mir wahrscheinlich, ne? Wir machen mal lieber nur einen Biss. Ist jetzt Aussätze ein, das macht überhaupt nichts. Wir werden es jetzt fangen. Ein Pokéball sollte ausreichen, oder? Ich denke schon. Und wir haben es gefangen. Sehr gut. Ein Enton wurde gefangen. Wisst ihr, an wen mich das gute Enton erinnert? Das erinnert mich auch an einen, wie angesprochenen Let's Player-Kollegen. Ja. Das ist der gute Drechsel. Sein Blick. Der Blick ist einfach 1:1 derselbe. Das kann man so sagen. Der leere Blick. Was haben wir hier? Tipps für Trainer. Nachdem du eine Beere gepflanzt hast, achte auf die Farbe der Erde. Ist die Erde dunkel, hat sie genügend Feuchtigkeit. Ist sie jedoch hell, sollst du mit einer Gießkanne wässern. Ja, das ist egal. Wir klauen einfach überall die Beeren auf der ganzen Welt. Da sind wir der einzige Bärenbesitzer. Dann werden wir Multimillionär. Was laber ich da? Multimilliardär. Das wird richtig gut. Ich darf nur nicht vergessen, die irgendwann noch wieder anzupflanzen. Villa des Bärenmeisters. Gratis Bären für alle. Gratis Bären, das hört sich super an. Hallo. Alle nennen mich den Bärenmeister. Ich verschenke täglich Bären, weil ich möchte, dass die Menschen sie zu schätzen wissen. Du hast ja auch eine Beere verdient. Eine Japa-Beere. Okay. Danke. Vergisst du auch so leicht, wo du deine Beeren gepflanzt hast? Nein. Ach, tatsächlich? Du willst doch sicher bloß nicht zugeben, dass du sowas auch vergisst, aber wie du meinst. Wie wäre es mit einigen Beeren, alle Sorten auf frischen Anbau? Nee, du. Na, bitte, ein bisschen mehr. Was, wenn ich ja sage, kriege ich eine App oder so? Ja. Ja, das dachte ich mir. Das Problem kenne ich. Auf deiner Karte kannst du nachsehen, wo reife Beeren darauf gewarten, gepflückt zu werden. Stimmt, man kann auf der Karte ja filtern. Das kann ich euch mal präsentieren. Wenn ich schon dabei bin. Moment, wir öffnen mal die Karte. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Plus drücken, dann sehen wir, dass da Bäume und Beeren sind. Oder ein Baum wackelt oder so. Oder Beeren wieder da wachsen. Nee, eigentlich haben wir da auch was gepflanzt oder so, ne? Eigentlich müsste hier irgendwo Feurio-Hütte.
Kann ich gar nicht dran erinnern. Sind wir da gewesen? Nein, wer bist du denn? Zwei Trainer im Kampf. Lass uns diese wundervolle Szene in einem Gemälde festhalten. Wilhelm! Hallöchen. Pantimimi. Na, Plutaro macht das schon, ne? Na, machen wir mal Funkensprung. Und dann gucken wir mal, wie viel Schaden das macht. Ja, komm. Und sogar ein Crit. Sehr gut. Ein Mobei? Da müssen wir definitiv das Pokémon wechseln, denn das Mobei ist eigentlich nicht so, wie es scheint. Ich werde es euch auch gleich verraten. Für die Unwissenden unter euch. Denn ein Mobei sieht aus wie ein Baum. Ist aber ein Gesteins-Pokémon. Das tarnt sich. Man denkt das gar nicht, ne? Aber es tarnt sich wirklich. Guck mal. Kritischer, sehr effektiver Schaden. Imitator. Ja, der will imitieren. Mobile setzt Absorber ein. Ja gut, das bringt bei mir jetzt nicht unbedingt viel, weil ich von Typ Pflanze bin. Aber es heilt ihn. Zumindest ein Millimeter. Das war's mit Mobile. Ja, was sagst du nun? Prachtvoll, ich glühe vor lauter Inspiration. Von mir aus. Hier ist noch jemand. Sag kein Wort, nimm einfach das hier. Spiritkern? Was macht der? Begehe zur Route 109, begib dich in die Untergrundhöhlen. Lausche der Steinsäule, rede mit den Menschen im Untergrund. Was nochmal? Route 9? Route 109? Ja, 209. Wo ist eine Route 209? Wir sollen irgendwas lauschen. Da! Dann sollen wir in den Untergrund gehen und was und die Dinger lauschen? Ich wusste, dass da was liegt. Da ist so ein Loch. Gut, dann beschmieren wir das hier mit Honig. Und dann gehen wir in Herzhofen rein. Ja, komm. Hallo? Wenn jemand die Stadt Herzhofen erwähnt, denke ich sofort, super Wettbewerbsshow. Ich werde mit meinem Lieblings-Pokémon daran teilnehmen. Herzhofen ist ein Ort wie aus dem Bilderbuch. Kein Wunder, dass es Jahr für Jahr zur schönsten Stadt Sinnus gewählt wird. Jeder will hier leben. Oh, ich verstehe schon. Dann zeig mal her, wie es aussieht. Herzhofen. Oh, die Musik, das ist eine... Was für ein Glück, dass du in der Nähe warst. Ohne dich wäre mein Haspiro, wer weiß wohin gelaufen. So, Haspiro, zurück in den Pokéball mit dir. Mein Name ist Julia, ich bin Jurorin bei der Super Wettbewerbsshow. Besuche mich doch meine Wettbewerbshalle, damit ich dir angemessen danken kann. Aha. Jetzt ziehen wir mehr. Da bin ich interessiert. Herzhofen, sagt ihr. Ein hübscher Ort, wirklich hübscher Ort. Was wir jetzt gerne, wenn wir schon. Ne, wir dürfen hier nicht durch, ne? Die Dicke versperrt den Weg, oder? Hallo, du da. Wärst du an einem Pokémon-Eier interessiert? Es wurde im Pokémon Hort und Trost, du gefunden. Möchtest du es haben? Ja, klar doch. Augenblick, du hast ja nicht genug Platz für das Ei. Okay, wir müssen ein Ei in unsere... wir müssen ein Pokémon abgeben. Was nicht wirklich schlimm ist. Nehmen wir kurz Rina raus. Weil wir haben ja schon quasi ein Elektro-Pokémon. Aber sie hat sich gute Dienste erwiesen. Sie hat gute Dinger mitgebracht, weil eventuell tauschen sie auch mal wieder ein, dementsprechend. Ja. Du möchtest es haben. Ja, gerne doch. Danke. Das Ei wurde im Team aufgenommen. Wenn du mit deinem Ei im Team reist und es dem einen topfitten Pokémon platzierst, schlüpft irgendwann ein Pokémon daraus. Das sollte zumindest ein gewisser Professor Lind aus Johto behauptet haben. In der Johto-Region wurde angeblich auch Eier gefunden, angeblich. Na gut. Da wir hier in Trosto sind, erkunden wir ein bisschen noch, wir haben ein bisschen Zeit, ne? Du bist ein Trainer, nicht wahr? Dann hast du die Qual der Wahl. Stellst du dich der Arena oder der Super Wettbewerbsshow? Ein, zwei Step, ein, zwei Flip und Drehung. Nun denn.
Herzrufen. Hier wird einem warm ums Herz. Oh, da hinten steht jemand. Ich komme aus der Höhenregion und bin hier nur zu Besuch. Auf der Suche nach der Wettbewerbshalle hatte ich mich dummerweise verlaufen. Zum Glück haben mir die freundlichen Leute hier den Weg gezeigt. So viel Hilfsbereitschaft gegenüber einem Fremden, das hat mich wirklich beeindruckt. Auch ich bin gerne hilfsbereit. Darf ich dir daher zeigen, wo sich die Wettbewerbshalle befindet? Nein. Oh, Verzeihung, ich wollte mich nicht zu sehr aufdrängen. Die werde ich schon von alleine finden. Pokémon Fanclub, alle Trainer sind willkommen. Oh, ein Fanclub. Hallöchen, alter Mann. Hallo, hallo, wie geht's dir? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclubs. Ja, das bin ich. Wenn du deine Pokémon, ich sag mal, belohnen willst, was tust du dann? Du, was mich betrifft, ich gebe dir einen leckeren Knusp. Warum fragst du? Weil ich damit meine Zuneigung zu ihnen ausdrücken kann. Ein Beispiel, sagen wir mal so, ich gebe meinem Pokémon einen süßen Knurps zu futtern. Dadurch gewinnt es deutlich an Anmut. Anderes Beispiel, sagen wir mal, ich lasse es einen scharfen Knurps verputzen. Da kann sich mein Pokémon auf eine geballte Ladung Coolness gefasst machen. Wie du siehst, sind Knurps sehr wichtig und gesund für alle Pokémon. Nun, ich würde sagen, für deine Geduld hast du diese Knurps-Box redlich verdient. Viel Vergnügen damit, das wünsche ich dir. Danke. Knurps. Das ist auch ein guter Name. Fülle die Fleisch mit vielen Knospen, die du dann großzügig an deine Pokémon verteilst. Ja, nee. Willkommen im Pokémon Fanclub. Oh, dein Ehemal. Es gewöhnt sich langsam dich, das ist zumindest mein Eindruck. Ach, mein Ehemal. Ja, der gewöhnt sich. Der gewöhnt sich immer an mich. Der freut sich. Warum haben die alle hier ein Kind sogar? Kuh. Wenn ich mein Baby im Wagen spazieren fahre, sehe ich die Stadt mit anderen Augen. Ich achte da viel mehr auf Treppen und Schlaglöcher. Ist halt echt so, ne? Wenn man ein Handicap hat, dann achtet man überall, wo man gar nicht langlaufen kann. Natürlich ist ein Baby kein Handicap. Versteht das nicht falsch. Please. Nicht falsch verstehen. Unsere super Wettbewerbsshow und der Platz der Treue locken viele Besucher an. Deshalb müssen wir unser Bestes geben, um die Stadt schön zu halten. Leute aus der ganzen Welt schauen bei der Super-Wettbewerbs-Show zu. Was, wenn die ganze Welt meinen Charme verfällt? Was soll ich nur tun? Das kannst du später immer noch überlegen. Man muss sich nicht wirklich sich darüber den Kopf zerbrechen. So, was haben wir hier für ein... Ach, keine Auswahl. Wir können einfach nur hoch und runter. Okay. Wer wohnt denn hier? Eine Ast-Trainerin, wie es scheint. Hier, diese Muschelglocke kannst du einem Pokémon zum Tragen geben, wenn du magst. Du erhältst eine Muschelglocke. Was macht diese denn? Sagt's mir nicht, ja? Wenn ein Pokémon durch diese Muschelglocke trägt, erhält es durch Schaden, den anderen zufügt, ein paar KP zurück. Ich habe sie in den Ferien geschenkt bekommen, hatte aber schon ein Exemplar. Wieso läuft der Team Galactic? Nee, das ist die Forschungsecke. Ja. Zerpeise, können wir die nur umtragen. Gut, da war gerade Team Galactic zu sehen. Das Symbol, warum? So, einmal im Fahrspiel fahren. Das war ein interessantes Gebäude. Ja. Dann haben wir hier noch einen Markt. Dürfen wir jetzt endlich mal Superbälle kaufen? Das würde ich gerne wissen. Hallo. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Etwas kaufen, bitte. Du willst noch keine Superbälle kaufen. Komm, wir kaufen mal ein paar Netzbälle. Dann noch, ja. Und Nummer 5 Nestbälle. Ja. Tränke haben wir noch genug. Paraheiler. Komm, Aufwecker könnten wir auch noch ein paar mehr haben. Es macht schon mehr Sinn, da auch alles bei sich zu haben. Jetzt komm, mach hin. Eishalle brauchen wir noch nicht, oder? Ist aber schon belastend, wenn ein Pokémon eingefroren ist. Das ist wirklich so. Deswegen kaufen wir das mal lieber auch. Ja, und Schutz brauchen wir nicht. Ich schneide eh die Pokémon raus, wenn das zu viel wird. Nee, gut, ich bin... Nee, halt! Ich bin nicht wunschlos glücklich. Ich würde gerne einen Schrott verkaufen. Zum Beispiel habe ich hier X-Angriff und so einen Müll. Bitteschön. Ein Angriff plus und X-Initiative. Weg damit. Nee. So, Leute. Ich würde sagen, damit machen wir nichts mehr. Weiter mit leckere Knusperei. Und was damit alles auf sich hat, werden wir sehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Hey.
Hier seht ihr noch mehr Let's Plays von mir und zusätzlich ist hier noch meine eigene Animationsserie. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr sie euch mal ansehen würdet. Auch würde ich sehr feiern, wenn ihr abonniert und die Glocke aktiviert, um nichts mehr zu verpassen.